Und willkommen, willkommen hier in meinem Chaos zur letzten Show. Wer weiß denn sowas im ersten Spiel? Warum macht sie hier diesen Finger so? Vielleicht habe ich am Ende dieser letzten Show, in diesem ersten Teil, noch eine kleine Ankündigung. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß. Herzlich willkommen. Nein, andersrum. Herzlich willkommen und viel, viel Spaß bei der letzten Show im ersten Spiel. Ja, ratet sehr gerne mit, wenn ihr mögt. Für welches Team entscheidest du? Und wir werden, weil es die letzte Show im ersten Spiel ist, natürlich zu Team Elton gehen. Und ich bin absoluter Katrin-Fan geworden. Deswegen werden wir Katrin wählen. Wenn ich jetzt irgendwie noch mehr Scheiße als sonst rede, dann ist das, pass auf, jetzt mal so der Horror für alle. Einfach mal dieser Zeit geschuldet. Ja, es ist Sonntag um 7.36 Uhr und ich spiele das. Also es könnte sein, dass gleich in meinem Kopf überhaupt nichts vor sich geht in der letzten Show dieses ersten Spiels. Aber ich hoffe, wir haben alle ein bisschen Spaß damit. Ratet sehr gerne mit, wenn ihr mögt. Und lasst mich auch vielleicht gerne wissen, was ihr Neues gelernt habt. So, ich bin sehr gespannt. Bei wer weiß denn sowas? Ja, wer weiß sowas? Nach dem ewig langen Ladebildschirm. Ich bin noch sehr ungeduldig, glaube ich, am Morgen. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los! Herzlich willkommen, es ist endlich wieder soweit. Eine neue Ausgabe Wer weiß denn sowas? Mit tollen Gästen, spannenden Fragen, interessanten Antworten, Tipps für den Alltag, da ist für jeden was dabei. Wussten Sie eigentlich, dass, wenn Sie Geld am Geldautomaten ziehen und das dann vergessen am Geldautomat, dass es Ihrem Konto wieder gutgeschrieben wird? Vergisst denn Geld, aber also wer vergisst denn Geld? Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Es ist mir mittlerweile ja schon fast unangenehm. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Jetzt geht's los. Hier ist unsere Wand. Das sind die heutigen 12 Kategorien. Staatsmänner, da ist es schon wieder. Technik, Erfinder, das Wetter, tierisch, tierisch. Was bin ich? Total genial. Clever, das Fragezeichen. Staatsmänner, Deutschland. Und deutsche Sprache. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Da haben sie sich welche Kategorie soll es denn zur für Eröffnung die letzte sein? Show im ersten Spiel einige Kategorien ausgesucht. Aber Staatsmänner, diese seltsame, skurrile Kategorie, die wir das letzte, also irgendwann in einer der letzten Shows schon mal hatten. Eieiei, Uhrzeit. Ja, da denkt man eigentlich eher an Dinos, aber das kann auch so eine Frage sein nach irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner Zeitenform, Pleistozän oder was weiß der Geier, weißt du, ich meine? Also ich glaube, wir fangen an mit total genial. Total genial finde ich super. So, Brain, du musst jetzt arbeiten. Wer im Sommer gerne bei offenem Fenster schläft und keine Lust auf Mücken hat, sollte A. ein Aquarium auf das Fensterbrett stellen, B. vor dem Schlafengehen ein Glas Bier trinken oder C. eine Tomatenpflanze im Fenster platzieren. Was? Also, von allen drei Dingern habe ich tatsächlich noch nie was gehört, aber... Ist das nicht eigentlich das Mücken... Ach so, nee, Mücken gehen über den Duft, ne? Also, als Kind wurde mir immer beigebracht, dass man, wenn man das Fenster auf hat, kein Licht anmachen soll, weil die Mücken vom Licht angezogen werden. Aber ich weiß zum Beispiel... Ja, jetzt weiß ich nicht, wie das bei so einer normalen... Also, andersrum. Wenn wir von Mücken reden, gibt es ja zwei Arten. So diese normale, die tatsächlich auch wirklich das Blut überall raussaugt. Und wenn du so ums Gewässer rum bist, so diese Kriebelmücken, die sich nur um die Fußknöchel, die sich so reinbeißen. Und bei letzteren, diesen Kriebelmücken, weiß ich zum Beispiel, dass die sehr auf den Körpergeruch reagieren. Jetzt weiß ich nicht,
Ist das bei normalen Mücken auch so? Muss ja. Also es muss irgendwas mit Geruch sein. Ich bin nämlich fast für vor dem Schlafengehen ein Glas Bier trinken, weil im Schlaf... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Es ist ja bekannt, dass man schwitzt. Und alle von euch, die schon in dem Alter sind, dass sie auch feiern gehen können und die gerne mal ein Glas irgendwas trinken, wissen, dass gerade oder die biertrinkende Männer zu Hause haben. Oh, das klingt jetzt alles schon wieder so falsch, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die wissen, dass das natürlich auch über die Haut ausdünstet. Und jeder, der schon mal irgendwie einen Partner hatte, der zwei Bier sich abends gegönnt hat und dann ins Bett gekommen ist, der weiß... Das stinkt teilweise echt extrem. So, das ist jetzt nur Front. Ja, ja, wir Frauen haben ja auch verschiedenste. Aber zumindest es soll heißen, man dünstet das ja auch. So, ein Aquarium auf dem Fensterbrett. Also, A finde ich aus dem Grund auch passend. Was sagst du denn dazu? A halte ich für ein bisschen strange. Ja, es ist strange, weil wer stellt sein Aquarium... Also normalerweise ist so ein Aquarium ja auch an Strom und angeschlossen, weil irgendwie muss der Sauerstoffpumpe funktionieren. Also, das funktioniert ja nicht, sonst sterben die Fische. Andererseits brauchen Mücken ja eigentlich auch Wasser. So eine Wasseroberfläche, aber das nur zur Vermehrung. Aber, oh, Vermehrung. Wenn so eine Mücke die Blut saugt, das ist ja ein Weibchen, die... Blut eigentlich nur saugt, weil sie das als Energie braucht für die Nach... Also, die Jungen. Eine Tomatenpflanze. Ich weiß, dass Tomatenpflanzen auch was ausdünsten, auch geruchstechnisch. Also, B oder C... Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Warum auch immer... Also C schließen wir schon mal aus. Okay, dann lass uns heute mal ohne Publikumsjoker einfach mal ein bisschen was riskieren. Ich bin für Bier trinken. Ihr entscheidet euch. Und dann ist es die Tomatenpflanze, dann raste ich aus. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Laue Sommernächte verbringt man gerne bei offenem Fenster. Allerdings zieht der menschliche Eigengeruch auch lästige Mücken an. Ein natürliches Abwehrmittel ist die Tomatenpflanze. Ja! Mücken haben einen empfindlichen Geruchssinn und können das stark riechende Aroma der Blätter nicht ausstehen. Sie machen also einen großen Bogen um die Tomatenpflanzen im Fenster. Aber ist es dann klug, ich habe diesmal also, leider kein Geld, es bleibt an meine bei 0 Euro. Balkontür eine Tomatenpflanze gepflanzt. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Es sollte mich vor Mücken bewahren, oder? Sollen wir einfach tierisch-tierisch nehmen? Ach, das ärgert mich. Ja, da sind wir uns auch einig. Tierisch-tierisch, bitte. Erstaunlicherweise können Elefanten den Vollmond riechen, Wolken hören oder im Regen nichts sehen. Oh, vielleicht C. Oh, A vielleicht? So. Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Hä? Eventuell B? Das glaube ich nicht. Wir sagen A. Ich wäre fast eher für C. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Weil hier ist die Lösung. Die kommen ja ursprünglich aus der Wüste. Tiere haben oft erstaunliche Sinne und können Dinge wahrnehmen, die uns Menschen leider entgehen. Ein internationales Forscherteam fand heraus, dass Elefanten niedrigwellige Geräusche, sogenannten Infraschall, hören können, wie sie zum Beispiel von Gewitterwolken verursacht werden. Und das über eine Entfernung von weit über 100 Kilometern. Man vermutet, dass sie sich bei der Suche nach Wasser an diesen Geräuschen orientieren. Leider bleibt es bei 0 Euro. Ja gut, das ist zumindest ausgeglichen. Nächste Kategorie. Okay, krass. Ich sag's ja immer wieder, Tiere sind sehr faszinierend. Was nehmen wir jetzt als nächste Kategorie? Es bleibt ja an Komfortzone jetzt mittlerweile gar nichts mehr übrig. Die erste Komfortzone-Frage habe ich ja vergeigt. So, geil. Uhrzeit reizt mich ja irgendwie, aber... Also Technik, was bin ich? Oder wir probieren es mal mit Clever. Komm, wir nehmen dann mal nehmen jetzt... Dann nehmen wir Clever. Ja, okay. Was kann zu Hilfe genommen werden, um die Lebensdauer von Nassrasierern zu verlängern? A, eine Jeanshose, B, ein Gummiband oder C, Haarspray? Was, um die Lebensdauer von Nassrasierern zu verlängern? Also, nass. Was ist der Unterschied zwischen einem Nass- und einem Trockenrasierer? Ich als Frau kenne natürlich nur die Nassrasierer, weil wir Frauen... Also, andersrum. Trockenrasierer benutzen ja Männer im Gesicht. Aber was ist der Unterschied?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das an den Klingen... Es muss ja irgendwie an der Klingenkonstruktion sein. Aber okay, gut. Nassrasierer. Das heißt ja, das Rasierblatt muss auch irgendwie... die Feuchtigkeit überstehen. Ich habe keine Ahnung. Was? Also, ich habe keine Publikum. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen das Publikum. So, könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Stehen Sie ruhig ich auf. Ich kann mir nicht vorstellen, was so mit ihr einem Haargummi oder mit einem Haars... Ich habe keine Ahnung. Also, alles Männer. Ja, wer könnte da aussehen? Also, eigentlich, pass auf. Einen mit Bart zu nehmen wäre jetzt unklug, oder? Pass auf, wir nehmen mal ihn. Er sieht... Nee, pass auf. Wir nehmen einen... Wen nehme ich denn... Wer könnte sich rasieren? Ach komm, wir nehmen dich jetzt. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Also ich würde sagen, es ist Antwort A. Jeans das Hose? Passt für mich am besten. Dass du das so sauber machst, oder was? Ihr nehmt A. Hä? Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Um die Lebensdauer seines Nassrasierers um mehrere Monate zu verlängern, kann eine Jeanshose zur Hilfe genommen werden. Einfach die Jeans auf einen flachen Untergrund legen und den Rasierer etwa 15 bis 20 Mal entgegen der Rasierrichtung über die Hose gleiten lassen. Kaputt? So wird die Klinge sowohl geschärft, als auch von kleinen Unreinheiten und da Splittern hast du so die ganzen befreit. Haare dann über der Jeans oder was? Aber... Also Hand aufs Herz, wer würde sich das mit einer Jeans trauen? Ja, dagegen. Ich hätte trotzdem Angst. Du brauchst nur einmal... Also. Ich bin für Deutschland. Was denkst du? Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Lass uns einfach Uhrzeit nehmen. Lucy? Das ist schon relativ komplex. Was hältst du von was bin ich? Das ist ja totale Lotterie. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Ich bin dabei. Das Fragezeichen bitte. Woher stammt das Wort Gulli für einen Straßenablauf? A. Aus dem Roman Gullivers Reisen von Jonathan Swift. B. Vom Zürcher Stadtbaumeister Adalbert Gull. Oder C. Von dem englischen Wort für Schlucht. Was sagst du zu A? B vielleicht? Ja, da sind wir uns auch einig. Gulli C vielleicht? Das schließen wir schon mal aus, ne? Jetzt müsste man wissen, was Gulli für ein Ablauf überhaupt ist. Ja, rat's erfunden. Adalbert Gulli. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Ein Gulli leitet Straßenabwasser in die Kanalisation. Das Wort klingt wie eine Verniedlichung und wird fälschlicherweise oft mit I geschrieben. Doch richtig ist die Schreibweise mit... Ach, echt? Denn das Wort ist ein Lehnwort aus dem Englischen. Gulli bedeutet so viel wie Wasserrinne oder Schlucht. Glaube ich auch nur mit I. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass es bleibt bei 0 Euro. Also. Moment. Wir machen mit euch weiter. Moment. Duden. Gulli. Aber. Ach, Tatsache. Ah, warte. Der Gullideckel. Was? Willst du mich verarschen? Tatsache. Zieht euch das rein. Nein, nicht die Werbung. Wo ist es denn? Da! Gullideckel! What? Okay, also heute wird mein Weltbild mal wieder komplett zerstört. Ich lerne die Welt schon wieder neu kennen. Was bin ich, wer bin ich, wie viele? Komm, genau so. Ja, nein. Das ist gerade so mein inneres Feeling allgemein zu dem Wissen. Wo befindet sich der sogenannte Crochetwinkel? A. Zwischen Nullmeridian und Äquator der Erde. B. Zwischen dem Revers und Kragen eines Sackos. Oder C. Zwischen Oberkiefer und Unterkiefer einer Schlange. Also von der Phonetik her würde es mich fast eher in die Richtung Kleidung tendieren. Also Winkel. Das kann ja wieder alles sein. Aber Crochet, ich kann es gar nicht so bei Français ist... Für die Tonne, für den Gulli. zwischen Null Meridian und Äquator. Könnte natürlich sein, dass ein gewisser Herr Crochet irgendwo einen Winkel entdeckt hat und ihn danach benannt hat. Möglich. Das wäre sehr möglich. Aber irgendwie, du sagst ja auch nicht umsonst Paris, Hauptstadt der Mode. Und Revers und Kragen.
Das ist so eine Kleidung, die ich so um 1930 packen würde. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Ich weiß auch nicht, ob Sakkos vielleicht später erfunden wurden. Aber das, ja, was ist ein Revers? Ist das irgendwas am, man sagt ja Kragenrevers, dass das vielleicht, oh, vielleicht, also wenn ich mir jetzt so ein, aber könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ah, Herrenkleidung, damit kenne ich mich ja nur auch wieder nicht aus. Aber das sind jetzt, na doch, eigentlich müsste das hier der Kragen sein. Vielleicht in welchem Winkel dieser Kragen runterfällt. Zwischen Oberkiefer und Unterkiefer einer Schlange? Glaube ich nicht. So eine Bezeichnung sind meistens eher auf Latein, wenn man irgendwas um die Tier- und Pflanzenwelt bezeichnet. Ich bin fast für A. W könnte theoretisch sein. Ich würde jetzt hier mal ausschließen. Das glaube ich nicht. Mein Bauchgefühl rät mir einfach zur Antwort, also B meine ich natürlich, ne? Doch, komm, wir nehmen B. So, wir haben B eingeloggt. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Die meisten Sakkos besitzen einen Revierkragen, der, wie der Name schon sagt, aus dem eigentlichen Kragen und dem Revier besteht. Beide Teile sind mittels der sogenannten Crochetnaht verbunden und bilden den Crochetwinkel. Weist die Revierspitze nach unten, spricht man von einem fallenden Revier. Zeigt sie jedoch nach oben, handelt es sich um ein steigendes Revier. Wie auch immer. Wie auch immer. Es hatte etwas mit Kleidung zu tun. Weiter geht's. Technik spricht mich an. Wäre im Moment mein Favorit. Wir hätten gerne Technik. Warum sind in den meisten Achterbahnen die hinteren Plätze beliebter als die mittleren? A. Die Reaktion der Vorfahrenden lässt die Spannung steigen. B. Diese Plätze sind statistisch betrachtet die sichersten. Oder C. Im entscheidenden Moment ist der letzte Wagen am schnellsten. Könnte es A sein? A am wahrscheinlichsten, oder? Wäre B möglich? Gute Frage. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber steigt man nicht? Wir also entweder A. Man steigt irgendwie vorne oder hinten ein. A ist eingeloggt. Ja, wer weiß. Ne? Vielleicht mit der Sicherheit. Könnte alles sein. Klingt spannend. Bei vorne setzt man sich, wenn man so richtig den Nerven hat. Bei einer Achterbahn sind meist mehrere Wagen miteinander verbunden. Sie können sich während der Fahrt gegenseitig anschieben oder hinter sich herziehen. In unserem Beispiel rollt Wagen 1 über den Abhang und zieht die anderen Wagen hinter sich her. Ja. An der Kuppe hat Wagen 5 die höchste Geschwindigkeit, da alle anderen Wagen ihn hinter sich herziehen und beschleunigen. Hier sind folglich auch die auftretenden negativen G-Kräfte am stärksten und heben die Insassen aus ihren Sitzen. Man spricht von Airtime. Vor allem bei Achterbahnen mit vielen Wagen und vielen Airtime-Elementen ist die Fahrt daher hinten tatsächlich aufregender. Ach! Es bleibt erstmal bei 0 Euro, aber das heißt noch gar nichts. Und nächste Kategorie. Ich habe mich als Kind immer ultra krass gefühlt, wenn ich mich getraut habe, wirklich in den allerersten Wagen vorne zu sitzen, weil ich dachte, da ist die Fahrt am krassesten, aber eigentlich ist das ja überhaupt nicht krass gewesen. Naja, wobei, der Anreiz, sich in den ersten Wagen zu setzen, ist einfach, du hast vor dir keine Menschen. Du siehst gerade, wenn du auf so einer Höhe bist und du stehst ja dann gefühlt meistens irgendwie so, wie relativ senkrecht es runtergeht. Und das kann dir keine andere Position nehmen, außer die erste. Wenn niemand vor dir ist, hast du das Gefühl, du fällst da einfach gleich runter. Wenn du aber hinten bist, ne, spürst du diesen Moment einfach nicht so wie alle anderen. Also ich glaube, jede Position hat Vor- und Nachteile. Aber das mit der Geschwindigkeit habe ich so noch nie bedacht. Und was noch ein Vorteil ist, dir kann natürlich keiner in den Nacken reinkotzen. So, weißt du? Es sei denn natürlich, es ist ein Looping und okay, gut. Was nehmen wir? Urzeiterfinder, das Wetter, Staatsmänner, Deutschland, deutsche Sprache. Es sind einfach so ganz strange Kategorien. Pass auf. Nehme ich sehr gerne. Wir nehmen jetzt mal die Urzeit. Ach, aber warum waren Insekten vor 300 Millionen Jahren deutlich größer? A. Die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre war höher. B. Der Anteil an Süßwasser auf der Erde war größer. Oder C. Ihr Nahrungsangebot war weitaus umfangreicher. Ich glaube, gehört zu haben. Aber das ist
ganz gefährliches Halbwissen aus der Kindheit, dass es A sein müsste. Die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre war höher. Aber was hat das mit der Größe zu tun von einem Tier? Warum waren Insekten... Der Anteil an Süßwasser, also war Größe. Der Anteil an Süßwasser auf der Erde war größer. Ihr Nahrungs-, also ja, mit der Nahrung, das Nahrungsangebot heißt ja dann eigentlich nur, wenn du mehr Nahrung hast, kriegst du mehr Individuen durchgefüttert. Also das müsste sich ja eigentlich mehr auf die Populationsgröße, also auf die Gesamtanzahl auswirken. Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre war höher. Also wir haben ja in unserer Atmosphäre... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? 2-3% Sauerstoff vielleicht? Also es ist jetzt nicht so hoch. Oder 10%? Ich weiß es gar nicht. Ich bin der Meinung irgendwie, wir hatten vielleicht um die 20%. Ich glaube, es ist... Also komm, wir kürzen das jetzt ab. Ich kann es nicht richtig erklären. Wir nehmen das... Wir nehmen A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. So, hier kommt die richtige Lösung. Vor 300 Millionen Jahren war die Welt bevölkert von greifvögelgroßen Libellen und 75? Tausendfüßlern so groß wie Wildkatzen. Insekten versorgen ihren Körper nicht durch einen Blutkreislauf mit Sauerstoff, sondern mit einem sogenannten Tracheensystem. Genau. Dabei dringt der Sauerstoff durch winzige Poren in die Körperwand ein und verteilt sich über die Tracheen, also winzigen Röhrchen im ganzen Körper. Dieses System ist im Vergleich zu unserem Blutkreislauf deutlich weniger effektiv und lässt nur eine begrenzte Körpergröße zu. Heutzutage besteht unsere Atmosphäre zu 21% aus Sauerstoff. Oh, ja, daher sind Insekten heute deutlich kleiner als zu Zeiten der Riesenlibellen, als die Sauerstoffkonzentration noch bei etwa 35% lag. Und ich habe anfangs gesagt 3. Ups. Wäre die Frage, ob bei 3% Sauerstoff... 500 Euro dazu, wir sind bei 1500 Euro. Aber... So, weiter gehen wir. Schwere Entscheidung. Das Wetter vielleicht? Ja, da sind wir uns auch einig. Das Wetter bitte. Warum flimmert die Luft bei Hitze? Weil Staubpartikel verglühen? B, weil winzige Bakterien leuchten? Oder C, weil heiße Luft auf kühlere Luft? Ich würde raten. Fällt dir zu B was ein? Es müsste C sein. Ich habe das noch nie gehört. Antwort A. Das klingt für mich total schlüssig. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Ich bin für C. Ich bin für es Dö. Ist heiß. Die Landschaft scheint sich zu bewegen. Die Luft flirrt. Besonders stark sein. Erhitzt sie sich über Straßen. Dann hat die heiße Luft durch die Ausdehnung eine geringere Dichte und Licht kann sich schneller ausbreiten. Doch. Wenn die heiße Luft nach oben steigt, trifft sie auf Kühle. Ja! An dieser Schnittstelle wird das Licht gebrochen. Durch die Verwirbelungen in der Luft brechen die Sonnenstrahlen zufällig und zu verschiedenen Zeitpunkten. Deswegen flimmert's. Null Euro auf dem Konto. Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch irgendwie... Wir haben noch 4 Kategorien und eine nächste für euch. So das Prinzip von der Fata Morgana ist. Weil Fata Morgana heißt ja eigentlich auch, dass es irgendwie ein Lichtbrechungsphänomen ist und man etwas sieht an einem Ort, was eigentlich an einem komplett anderen Ort steht. Also sprich, du denkst, du siehst da einen Baum, aber das ist eigentlich so ein Reflexionseffekt. Bin ich der Meinung, dass das die Erklärung für Fata Morgana oder ja doch, für eine Fata Morgana ist, dass es eigentlich ja was ist, was an einem ganz anderen Fleck steht. Gut, also die Kategorien werden immer nur noch beschissener, die übrig sind. Wollen wir Erfinder nehmen? Also deutsche Sprache ist natürlich auch spannend. Nee, komm. Das klingt eigentlich ganz gut. Ja, wobei, das kann wieder so eine Geschichtsfrage. Pass auf. Also deutsche Sprache kenne ich mich, das sind so meist Fremdwörter, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich auch nicht, wir probieren es jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Wie ist eine... elliptische Äußerung Was? Definiert. A. Durch undeutliche Aussprache. B. Durch Einsparungen von Redeteilen. Oder C. Durch einen logischen Widerspruch. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß,
dass die Ellipse ein Stilelement sein kann in der Sprache. Aber es gibt offensichtlich neben der Ellipse als bestimmtes Formulierungsteil in einem Satz auch eine Art und also elliptische Äußerung, also eine Aussage. Durch undeutliche also Ellipse, was ist eine Ellipse? Ellipse ist ja so diese Form. Dann wäre es vielleicht ein logischer Widerspruch. Also, dass du anfängst, etwas zu sagen, hier die Erklärung lieferst und da dem aber widersprichst und dann am Anfangspunkt bist. Ah, das macht. Ah, Brainfuck am Morgen. Einsparung von Redeteilen. Undeutlich, ich bin für C. Ich habe keine Ahnung wieso, aber. Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es C. Hast du zu den anderen noch? Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Okay. Nee, glaube ich nicht. Also, durch undeutliche Sprache, das ist eher Nuscheln. Durch Einsparung von Redeteilen, das ist Chatsprache. Oh, ja. Chatsprache und durch einen logischen Widerspruch. Hört sich so nach Politik an. Komm, wir nehmen es jetzt. Erklär es uns. Ihr sagt C. Wir werden es sofort überprüfen. Eine mathematische Ellipse ist, grob gesagt, ein mangelhafter Kreis. Denn das griechische Wort Ellipsi bedeutet übersetzt Mangel. Oh nein, spricht nun der Sprachwissenschaftler von einer Ellipse, ist die Sprache nicht vollständig, weist also ebenfalls einen Mangel auf. Die Redewendung Dankeschön heißt vollständig formuliert Ich Dankeschön. What? So spricht im doch Alltag keiner. Benutzten wir aber meist nur die unvollständige Ich Dankeschön. Was? Okay. Aber ist das nicht auch im Zuge von Sprachentwicklung, dass sich sowas verändert? Wir haben noch drei Kategorien. Ich meine, so wie vor 50 Jahren redet doch heute eh keiner mehr. Was denkst du? Wir schließen jetzt erstmal das aus. Ich bin für Staatsmänner. Was denkst du? Eher nicht. Erfinder nehmen wir. Was entwickelte der US-amerikanische Erfinder Sylvester H. Roper Mitte des 19. Jahrhunderts? A. Einen selbsterhitzenden Lockenwickler, B. Ein Fahrrad mit Dampfantrieb oder C. Schuhe mit Rollen unter der Sohle? Wäre B eine Möglichkeit? Das schließe ich aus. Wie stehst du zu A? Also ich glaube, es ist A. Wir nehmen A. Mitte des 19., also ja, irgendwas um 1900, wir also Nachkriegszeit, 1945, ob das auch wirklich, 50. Wirklich, wirklich stimmt. Der Einsatz der Dampfmaschine als Antriebsmittel in Fahrzeugen wurde mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer populärer. Auch Sylvester Roper experimentierte mit Dampfantrieben. So baute er Ende der 1860er Jahre in einem stahlverstärkten Fahrradrahmen einen Dampfmotor. Der Kessel mit Holzkohlebefeuerung war zwischen die Räder gehängt. Ropers Dampfrad, mit dem er auf Zirkusveranstaltungen auftrat, gilt als ein Vorläufer des Motorrads. Entschuldigung, ich habe 100 Jahre falsch im Kopf gedacht. Passiert. Es bleibt bei 0 Euro. Eieiei, was sind denn das heute für Fragen? So, zwei Kategorien haben wir noch. Die letzten zwei Kategorien im letzten Spiel des ersten Games. So, und zwischen Staatsmännern oder Deutschland? Also, was ist, nehmen wir hier schlimm oder schlimmer? Kommt wir nehmen Deutschland? Nö. Ja, Staatsmänner, da habe ich erst recht keine Ahnung. Im Norden von Nordrhein-Westfalen befindet sich Deutschlands A. größtes Teeanbaugebiet, B. einzige wildlebende Flamingo-Kolonie oder C. ältester Schuhplattlerverein. Alle, die jetzt aus Nordrhein-Westfalen kommen, können mich jetzt gerne haten und hassen. Ich überlege gerade auf der... Oh Gott, das darf ich gar keinem erzählen. Können wir das auf die frühe Uhrzeit schieben? Ich darf gar keinem erzählen, dass ich jetzt gerade nicht so vor Augen habe, wo Nordrhein-Westfalen... Ja, ich kenne die Deutschland gar nicht. Ich weiß, wo Berlin liegt. Ich weiß, was so drumherum liegt. Ich bin auch in Deutschland bis jetzt noch nicht so wirklich rumgekommen. Was könnte da sein? Also ja, das Problem ist, ich versuche es irgendwie so ein bisschen einzuordnen, ob oben, unten, aber NRW. Glaubst du, ich krieg das in meinem Kopf gerade nicht hin. Also größtes Teeanbaugebiet,
bauen wir in Deutschland Tee an? Das ist die Frage. Ich dachte eher, das kommt eher mehr aus irgendeinem Hochland. Also außerhalb Deutschlands. Einzige wildlebende Flamingo. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Können die bei uns wild leben? Schuhplattler würde ich aber auch nicht nach NRW packen. Vielleicht die Flamingos? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, Ja, nein. Das lassen sich die Bayern nicht nehmen. Eben, das außerdem. Wollen wir jetzt mal Elton vertrauen? Komm, wir vertrauen jetzt bei Elton. Letzte Frage, wir vertrauen ihm. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Was passiert in meinem Hier Leben? Ist die Lösung. Das In Münsterland befindet sich die Moorlandschaft Zwillbrocker Fenn. Hier leben während der Brutsaison Lachmöwen, Krick- und Pfeifenten, oh nein. Und? Blassgänse und seit rund 30 Jahren 40 rosa Flamingos, Kuba-Flamingos und Schiebeflamingos. Damit ist das Zwillbrocker Fenn der nördlichste Brutplatz für Flamingos weltweit. Krass! Den Winter verbringen die Exoten in Südholland. Bei den Tieren handelt es sich wohl hauptsächlich um Flüchtlinge aus Zoos und Privathaltungen. Es bleibt bei 1500. Was für ein Desaster heute. So, letzte Kategorie für euch. Eine Frage habt ihr noch zu beantworten. Staatsmänner. Was wird als Adenauergrün bezeichnet? A. Besonders lichtbeständiger Anstrich von Brücken. Das kann B. meistgenutzte Grassorte in öffentlichen Grünanlagen. Oder C. die Vorfahrtschaltung von Ampeln bei Rettungseinsätzen. Ich bin fast für A. Warum? Was hältst du von B? Zeit nicht irgendwie so Brückenbau? Adenauer war Bürgermeister von Köln. Und der hat unfassbar schöne Grüngürtel bauen lassen. Nicht bauen lassen, oder hat sie einfach, die gibt's einfach da. Also der war schon so ein Grünanlagenfreak. Wie findest du C? Ah, es kann natürlich sein, dass er damals als erster Bundeskanzler eine Vorfahrtsschaltung, die, wenn Regierung sind, dass sie alle grün hatten und dass man das Adenauer, weil er schnell durch Berlin oder durch Bonn fahren wollte damals. Ich nehme C. Okay, wir haben C eingeloggt. Hier ist die richtige Antwort. Der Begriff geht zurück auf den damaligen Oberbürgermeister der Stadt Köln, Konrad Adenauer. Er veranlasste 1929 die Entwicklung einer patinagrünen Farbe für die neue Mühlheimer Brücke. Später wurden vier weitere Kölner Brücken mit dieser speziellen Farbe gestrichen. Den Punkt hätten wir abgeräumt. Chromoxidgrün oder Kölner Brückengrün, wie der Anstrich auch genannt wird, gilt als besonders lichtbeständig und wetterfest. Ja, weil es eh schon fast ausgeblichen aussieht, so, ne? Es bleibt bei 0 Euro. Wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung. Das Team Bernhard, 0 Euro auf dem Konto. Das heißt, Sie können auch mit 6 setzen. Das Team Elton, 1500 Euro. Beide Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Von 0 also, es ist ja noch gar nicht entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Kategorie heißt Geografie. So, ich darf euch jetzt bitten, euren Einsatz zu machen. Wobei die ja bestimmt wieder einen Euro setzen werden und wir uns fragen, wo habt ihr diesen Euro zusammengeschnorrt? Also, ich glaube, weil wir können ja eigentlich nur verlieren. Ich werde jetzt nicht all in gehen, aber ich werde 1125 setzen. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Ja. Hier ist die Masterfrage. Welches Land wird nicht vom südlichen Wendekreis durchzogen? Ja, A. Paraguay, B. Indonesien oder C. Namibia? Südlicher 20 Wendekreis. Sekunden habt ihr Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Süden, unten, vielleicht Namibia? Wo liegt denn Paraguay? Aber Paraguay ist schon irgendwie mehr so eine Insel, die irgendwo... Mit Indonesien? Ist Paraguay eine Insel? Paraguay? Schwenke ich nochmal um. Jetzt ist die Frage, was habt ihr gesetzt? Ich bin nochmal umgeschwenkt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Wo haben Sie den her? Das Team Elton. Hey, ja, aber das werde ich verlieren. So, also klappt dann doch schauen nicht. Wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams Ich hatte erst 10, getippt? Bin auf A. Das Team Bernhard Keine. Hat sich entschieden für B. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A.
Schauen wir auf die Auflösung. Der südliche Wendekreis ist der südlichste Breitengrad, auf dem die Sonne noch im Zenit steht. Oh, Namibia. Einen südlichen Wendekreis und einen nördlichen Wendekreis. Ich hätte es auf Namibia lassen müssen. Und nicht vom südlichen Wendekreis durchzogen wird Indonesien. Oh, sie haben... Das bedeutet, dass Team Elten gewinnt. Mann, was ist das? Glückwunsch zum Sieg. Oh, aber wir haben gewonnen. Das Glücksspiel hat großen Spaß gemacht. Auch Ihnen zu Hause sage ich danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, Sie hatten Spaß mit uns. Schönen Abend noch. Wir sehen uns. Tschüss. Und das, Ladies and Gentlemen, war die letzte Show vom... Ich hab's ja angeteasert. Was wäre ich für ein YouTuber, wenn ich nicht uns auch Game Nummer 2 besorgt hätte? Also, meine Lieben, ich hoffe natürlich, ihr hattet viel, viel, viel Spaß mit diesem ersten Game. Ich hatte es doch sehr. Wir haben 30 Shows gespielt und ich glaube, auch sehr, sehr viele Shows gewonnen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele, aber es soll natürlich weitergehen. Und deswegen habe ich uns das zweite Game besorgt, in dem es auch wieder 30 fantastisch neue Shows gibt. Ich weiß allerdings nicht, wie das mit den Uploads funktioniert wird. Ich probiere es ein- bis zweimal die Woche hochzuladen, aber don't forget, am 7.6. kommt Artikel 17 parat und ich habe jetzt schon mit den Folgen das Problem, dass einfach ich mindestens 1 bis 2 Urheberrechtsbeschwerden von irgendwelchen Ingame-Songs habe, weshalb ich das Ganze im Rendering einfach so ein bisschen länger durchlaufen lassen muss, um die Songs natürlich rauszuschneiden, weil so 15 Sekunden ich dann doch den Rechteinhabern nicht zusprechen möchte, die in-game eh schon bezahlt wurden. Das heißt, ja, es kann ein bisschen länger dauern. Ich bin sehr gespannt, ob diese Uploads dann überhaupt noch funktionieren. Lassen wir uns überraschen. Ich probiere es auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes. Ich freue, dass ihr am Start seid und würde mich noch viel, viel mehr freuen, wenn ihr auch dann bei Game Nummer 2 am Start seid und ein bisschen mitratet, eine gute Zeit habt und ich lerne einfach unfassbar viel dazu. Ich hatte großen Spaß. Vielen lieben Dank für die Entwicklung dieses ersten Games. Und ihr wisst da draußen, liebe Entwickler, wir brauchen einen dritten Teil. Also, bis jetzt sind wir mit Teil 2 beschäftigt, aber haut einfach noch ein Game raus. Mich würde es freuen, euch vielleicht auch. Und jetzt habt einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid immer ein wenig dirty dabei. Ciao!